Oh, ich glaube, der Marv hat hier gerade einen verstreichen lassen. Das ist aber ein so, boah, Junge, das ist ja dieser Bierschiss am Tag danach. Ja, leck mich am Arsch. Boah, ich muss hier weg. Bist du irre, Junge? Ich denk gerade, was schmilzt hier mein Styrodur? Die Wand geht kaputt. Das ganze Gelände schmilzt. Das sind die Zombies, die da sind. Oh, Alter, aber was eine Note. Oh, kennt ihr den so leicht süßlich? Der Jägermeister-Schiss. Weißt du, und dann noch das süße Zeug, da hast du so wie so Bubblegum-Blasen am Arsch in der Furz. Ich hänge ihn noch und ziehe, versuch, kennst du mit den Heimlich versuchst so wegzuziehen? Hast du aber nicht geschafft, das kann ich dir versichern. Boah. Ja, dann zähle ich mal für mich selber, damit ich auch den Einsatz nicht verpasse. Ne? 1, 2, 3. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Ne? So, wie ein mal, Profi. Habe ich schon hinbekommen, die halbe Miete. Ne? Ja, hallihallo, da bin ich wieder. Wieder mit hier, man sieht's, geil, TNT am Start. Ich mache heute mein zweites Spiel in der Kampagne. Und zwar habe ich mit meiner Warband die Chikatilos, die Schlachterei Chikatilo. Wo geht's denn hin? Ich werde gleich noch auf der Kampagnenkarte mal zeigen, welche Gebiete ich bis jetzt schon habe, wo ich hingehe. Und dann noch meine Warband noch mal kurz zeigen, weil sich nach dem letzten Spiel dann noch ein bisschen was getan hat. Das ist, ich sag mal so, die Chikatilo-Familie ist jetzt fast komplett. Ne? Ja, wo geht's hin? Der Vladislav hat Gerüchte gehört, dass es irgendwo den besten Bacon geben soll. Ne? Und da gehen die jetzt natürlich nach. Ne? Die haben halt verschiedene Leute, die getroffen haben, fragt immer, weißt du, wo es hier geiles Fleisch gibt? Und ja, da soll wohl was gehen. Ne? Und wie gesagt, deshalb geht's gleich dahin. Ich würde jetzt gleich erstmal die Kampagnenkarte zeigen, damit ihr seht, wo ich bin, wo es genau hingeht. Dann kommt die Vorstellung der Warband und ja, alles weitere dann. Sieht. In meinem letzten Match hat ja meine Warband erfolgreich das Nest erobert. Und jetzt im Folge dessen haben die halt, wie ich gerade schon erklärt hatte, Gerüchte gehört, dass es irgendwo halt noch Fleisch geben soll. Und die sind halt, wie gesagt, auf der Suche nach dem besten Fleisch. Ne? Und das heißt, ich werde praktisch ein Feld weiterrücken und es geht... Moment, ja? Bevor du ein Feld weiterrückst, wir haben hier eine Neuerung. Ah, okay. Da haben wir vorhin mit Marvin schon ohne Kamera drüber gesprochen. Ihr habt das im letzten Video auch schon gesehen. Come in, we're open. Und die Staubwolke am Horizont. Und zwischen den Spielen bewegt er sich immer einmal. Wir sind wieder vor einem nächsten Spiel. Deswegen kann der Marvin einmal den Würfel werfen. Vielleicht ändert das ja deine Meinung, wo du hingehst. Ja, das könnte sein. Obwohl natürlich so ein Staubwolke oder Bacon. Ne? Das ist halt natürlich... Ne? Ja. Aber man weiß nicht. Gucken wir mal, wo geht's denn hin? Das heißt, das ist ein Feld runter. Ich würde sagen hier, ne? Oder? Ja. Okay, das heißt, er bewegt sich gleich hier hin, ist gerade ein bisschen fest und gut, damit ist er sowieso etwas weiter noch weg von dir. Ja. Also, wo soll es denn hingehen? Ja. Bleibst du bei deinem Bacon-Gedanken? Der bleibt bei dem Bacon-Gedanken, ne? Das ist ja,
Ne? Die haben ja auch nicht unendlich Vorräte. Ne? Das ist das ja. Die müssen ja auch gucken, wo die das Fleisch herbekommen. Ne? Das heißt, er wandert praktisch hier hin in die Vault. Oder zum Vaultfeld. Um in die Vault zu gelangen, muss er natürlich erstmal die Vault betreten. Da haben wir schon eine kleine Karte aufgebaut. Aber bevor wir euch das im Detail zeigen, kann der Marvin erstmal was noch zu seiner Warband sagen. Denn da gab es, glaube ich, ein paar Änderungen seit dem letzten Mal. Wir bauen aber kurz um, dann seht ihr das alles im Detail und dann kann er hier weitermachen. Ja, Vorstellung der Warband, habt ihr ja letztes Mal schon, aber hat sich einiges getan, wie gesagt, dank den Igor, muss man tatsächlich sagen, ne? Weil der so grandios im Wasteland unterwegs war, konnte ich mir halt gute Verstärkungen besorgen, da viele Coins generiert, so, und die würde ich euch gerne einmal vorstellen. Und zwar habe ich dann einmal, da muss ich kurz mal gucken, die Jekaterina. So, einmal hier. So, das ist nämlich Champion. Hat mich 48 Punkte gekostet. Ja, halt mit einer Light Weapon bewaffnet. Hier schön mit den Metzger-Messerchen. Ja, wie gesagt, die habe ich einmal neu. Dann habe ich sehr geil auch den Alexei. So, das ist, den werde ich als Berserker spielen. Man sieht es ja auch schon hier. Ne? Auch sehr geil. Er ist... hat einmal schon von sich aus, bringt er einen Berserker-Brew mit. Das ist so ein Aufputschmittel. Das hat er natürlich hier in den Korb drin. Das ist halt natürlich purer Bacon-Extrakt. Und wenn er sich den reinschlürft, dann wird er einfach richtig, geht der richtig ab. Dann ist er mit zwei Light Weapons bewaffnet. Einmal hier das Deluxe-Schlachtermesser. Und hier noch von so einem Viech, Schwein, was auch immer hier, ne, schön der Kopf, ne, mit Wirbelsäule noch dran, alles auf Style, alles geil. Ja, wie gesagt, den habe ich noch einmal neu, der hat mich 38 Coins, glaube ich, gekostet. So, und dann habe ich noch den Jäger. Ihr fragt euch, was ist dies, was ist das? Das ist vom letzten Game, vom Nest. Habt ihr ja gesehen, da ist ja der dieser Wurm, ne, der ist praktisch, als das Nest gelootet wurde, der war ja als Baby noch da und hat dann direkt meine Warband als seine neue Familie angesehen und seitdem ist er auch nicht mehr von der Seite gewichen. Und dann dachten die sich natürlich, der muss natürlich auch zu denen angepasst sein, muss natürlich auch aussehen wie ein Schwein. Ne? Die versuchen natürlich auch schon die ganze Zeit die Lehre des Bacons beizubringen. Sprich, sieht man hier schön, dann haben die in so Schweineohren angenäht. Ne, hier so ein Ringelschwänzchen, schön hier so eine Schweinenase, haben dem, warum auch immer, Augen aufgemalt, weil man sieht eigentlich, der Wurm, ja, hier ist eigentlich sein Kopf, ne, womit der kriecht, riecht, was auch immer, ne, aber wegen Optik, wegen Style, ne, haben die natürlich auch schön hier so Augen aufgemalt und den versuchen sie natürlich jetzt auch schön das Bacon-Schnüffeln beizubringen. Ne? Ja, das ist alles, also das ist alles, was mich so bei meiner Warband neu getan hat. Ja, das war es soweit und dann sehen wir uns gleich. Aufgestellt ist, es wurde mit einem Wiffy ausgewürfelt und der Marvin hatte die 4, damit war das diese Seite. Er konnte sich da innerhalb von 6 Zoll aufstellen, obwohl es so eine kleine Karte ist. Das liegt daran, weil er ja an sich nicht auf der Karte spielen soll, sondern er soll ja ins Vault kommen. Wenn er das nicht schafft, also wenn er nicht bis Ende Runde 2 dieses Teil gehackt hat, mit einem Intelligenztest, gehackt oder Farbcode eingegeben oder so,
Dann geht das Teil nicht auf, es findet eine Sicherheitsabschaltung statt und er kann nicht mehr da rein. Er wird das Feld auch nicht erobern können, aber er hat dann noch bis Ende Runde 8 Zeit, hier oben zu looten, ein bisschen zu kämpfen. Wir befinden uns hier in einem kleinen Ort, der sich irgendwie um diesen Vault herum, der für diejenigen, die sich hier angesiedelt haben, immer verschlossen ist. Die kommen da irgendwie nicht rein, die verstehen das nicht. Sie wollen es aber vielleicht auch gar nicht, denn das ist hier ein Vorort der Trocks. Die haben sich da angesiedelt und im Moment ist es aber noch ziemlich ruhig. Also eine eigenartige Stille liegt auf dem Land und die Warband hört, dass hier auf jeden Fall zwei Geräusche sind. Alle anderen sind wahrscheinlich am Pennen oder so, man weiß es nicht. Vielleicht ja auch unterwegs auf Patrouille oder sowas. Der Marvin hat sich hier so aufgestellt, dass er hier schon innerhalb von 6 Zoll, wir machen diesmal 6 auf der kleinen Karte, zu so einem Encounter ist. Deswegen werden wir ihn gleich platzieren. Aber hier auch, wie in den ganzen anderen Spielen, in der Runde, wo er quasi platziert wird, wird er nichts machen, weil er halt erstmal verwirrt ist, dass die Typen da ankommen. Vielleicht ist er auch einfach vom Anblick dieses Schweinewurm. geschockt. Um das eben komplett zu machen, da stehen auch noch zwei Leute der Warband, nämlich die beiden Neuen, ne? Richtig, die beiden Neuen. Die sind praktisch, die haben die Metzgerei-Schlachterei Chikatilo halt noch abgeschlossen, ne? Und sind dann nachgerückt und haben sich dann praktisch mit der anderen La Familia wieder vereint. Sehr gut. Okay, dreimal Loot gibt es hier auf der Karte. Und ja, ich würde einfach sagen, der Marvin spielt gleich ganz in Runde. Wir machen, meine Güte, spielt gleich, ich spiel gleich ganz in Ruhe. Wir machen eine Zusammenfassung nach der Runde und dann seht ihr, wie es hier gleich so aussieht. Ja, wahrscheinlich spielt er die Runde ganz in Ruhe. Meinst du? Okay. Ende Runde 1 und ja, Marvin, was ist denn hier passiert? Ja, folgendes. Ich habe direkt erstmal den Vladislav, mein Leader, aktiviert. Der ist halt noch erfolgreich. Dann ist er nach vorne gestürmt. Will jetzt gleich hoffentlich erfolgreich die Vault-Tür aktivieren. Das Schwein, was dort steht, ist auch nach vorne gestürmt. Falls ich es mit den Einfällen kacke, könnte ich das dann noch mit denen. Mhm. Versuchen. Also im Prinzip alles so ein bisschen nach vorne. Was, das interessiert mich sehr. Was hat er hier gemacht? Das ist der Alexei. Der ist natürlich hier, stand hier, ne? Hat gesehen, dass hier sein Berserker hier am Kämpfen ist. Und da er natürlich ein Berserker hat, er natürlich direkt hier Anlauf genommen ist mit seinen Hörnern hier erstmal schön durch den Zaun, weil der gerade durchgebrochen noch ganz war es durchgebrochen. Und jetzt steht er da und will nächste Runde eventuell mitmoschen. Und er? Ja, er hat versucht zu looten, aber das ist ja auch, die versuchen den Schwein das ja gerade beizubringen. Das ist ja, ne, den Schweinewurm. Das kriegt er ja noch nicht richtig hin. Ne? Der wühlt da zwar was, der sieht, wie die anderen das machen, ne? Der haut im Moment mit seinem Kopf die ganze Zeit nur auf den Boden. Ich meine, diese komischen Ohren und die Nase da, die stören den da auch ein bisschen und der kriegt das noch nicht so ganz hin, ne? Aber das ist ja... Aber er lernt. Das ist im Mache, ne? Gut, der Trock hier wurde leider noch nicht umgehauen, er haut diese Runde noch nicht zurück. Was ich allerdings noch mache, randommäßig, der Marvin hat darauf geachtet, dass er mehr als 6 Zoll wegbleibt von dem Marker. Deswegen wird dieser random bewegt, ein W8-Kante oben zählt, also 2 Zoll... Darüber, ist einfach so ein Stückchen zu dem Haus, ja. Wird damit immer noch nicht aufgedeckt, weil er nicht wirklich näher an die Warband gekommen ist. Damit gehen wir in Runde 2 und der Marvin guckt mal, was er denn da so macht und ob er vielleicht diese Bunkertür aufkriegt. Schauen wir mal. Wir sind in Runde 2 und der Marvin hat es geschafft, nachdem er hier vorne noch gelootet hat. 9 Coins lagen da rum. Da macht er sich sehr beliebt mit in der Warband, dass er die gefunden hat. Und den Trock hat er auch noch umgeklatscht. Also nicht er, sondern hier Sergej.
Danach hat er es geschafft, hier den Bunker erfolgreich zu hacken. Irgendwie Schweineintelligenz oder so, weil er hat ja Metal 7, mega. Ja, das ist ja auch eigentlich ganz einfach. Das war für den tatsächlich gar nicht so schwer, weil ne, die Tastenfelder, die damals gedrückt haben, die ja auch immer unten sind, die hat natürlich auch Bacon wieder an den Händen. Und da kommt der natürlich erschnüffeln, kommt da mit seinen Hauern. Die richtigen Dinger. Ne? Ja, das ist das ja, ne? Mega, deswegen hat es sofort geklappt. Also, das Vault ist offen. Hier oben ist damit im Prinzip Ende. Er hat sich hier einen Erfahrungspunkt da geholt. 2 beim Looten, das ist schon mal nicht schlecht. Aber das Spiel läuft weiter, denn wir bewegen uns gleich hier hinüber in den Vault, der die ganze Zeit schon meisterhaft aufgebaut wird. Und wie es im Vault aussieht und was da so abgeht, das kann euch gleich der Herr Pfeife erzählen. Der Marvin muss jetzt erstmal seine ganze Warband da unten reinkriegen. Und wie das abläuft, machen wir erstmal ohne Kamera. Wir sind dann gleich wieder aus dem Vault zurück. So, der Marv und seine Chikatilos, Motherfuckers, Schweinespeck-Looters, sind jetzt hier schon im Vault angekommen. Treppe runter. Ich gebe euch einen kleinen Übersicht über den Vault. Das ist der Vault. Wir haben hier verschiedenste Räume mit Sachen. Oh, hier ist was umgefallen. Das darf natürlich nicht sein. Und die Mauer fällt auch noch um. Na, leck mich doch am Arsch. So, aber Handwaschbecken steht. Wir haben verschiedene Räume zu entdecken. Eine dunkle Vergangenheit. Und gibt dieses verbotene Labor oder auch einfach nur Schutzbunker. Hier wurden auf jeden Fall irgendwelche komischen Sachen auch experimentiert. Ja, wir haben ja auch wieder sanitäre Einrichtungen, wie man sehen kann. Alles so hier Lager oder auch mal was zum Wohlfühlen, Chill-Out-Area. Ja, längst vergangene Sachen wie Verteidigungssysteme sind aber momentan außer Kraft. Wer weiß, was da passiert, wenn da irgendwie das eine oder andere aktiviert werden sollte. Man weiß es immer noch nicht. Ja. Es läuft wieder so ab, dass Marvin jetzt hier drin ist. Jeder Raum, der betreten wird, also nehmen wir mal an, das Schwein steht hier und er macht jetzt eine Aktivierung oder zwei, hat er einen, nehmen wir mal einen Move von 5, muss er erst bis zum Raumanfang gehen, dann wird da gewürfelt, wie viele Zombies da drin sind. Hier ist die Zombie-Liste, darauf wird gewürfelt, welche Zombies oder welche Kreaturen da drin sind. Das zeigen wir euch aber gleich. Wenn die dann respawned sind, hat er noch die restlichen Move-Punkte plus die zusätzliche Aktion dann frei, falls er zweimal aktiviert hat. Und genauso geht es dann halt auch für die Loot-Punkte. Die werden dann ausgewürfelt und dann von mir verteilt, weil man sich natürlich vorher schon Gedanken gemacht hat, wo hier das ein oder andere natürlich sein könnte. Ja, würden wir mal anfangen? Gerne. Wer startet bei dir als erstes? Als erstes startet, kurze Frage noch, hier dieser Brew, den muss ich am Anfang trinken, hatten wir gesagt, ne? Ja. Dann darf ich den, wenn kein Gegner ist, noch normal steuern, nur wenn Gegner sind, müsst ihr die anderen, richtig? Ja, er bewegt sich immer direkt auf den nächsten Feind zu. Ja, gut, es geht um Berserker. Solange er schüttet sich seinen Scheiß rein, Berserker Move, kriegt er dadurch plus einen Move und plus einen Stärke, aber ist automatisch die ganze Zeit frenzied. Also er kann zwar normal aktivieren, aber er rennt immer auf die nächsten Gegner zu. Ich glaube, es ist sogar egal, ob er sie sieht oder nicht. Also wenn er weiß, oh, da sind Gegner, hin. Er muss matchen. Oh geil, was kriegt er auf Stärke? Der hat aktuell 5. Ja, okay, also dann hat der plus 1 auf Stärke. Wer ist denn das? Hier, ja. Der Alexei. Das ist doch dein nachlässig dein Leader. Den hast du neu, ne? Genau, der ist neu. Der ist ja mit der Jekaterina ist nachgekommen. Er ist praktisch hier Bodyguard. Mit die Zitzen, das Baby mit die Zitzen genau, hier. Ja. Da war da auch schon mal dran. Ein bisschen nuckeln. Ja, natürlich, ja, sowieso. Super. Die müssen alle mal ran, ne? Weil, ne? Deswegen auch 6, ne? Ja, das ist. Ja, darf er auch hier dran? Noch nicht. Aber ja, er hat sich jetzt beliebt. Er arbeitet sich hoch. So, ne? Er hat aber auch einen geilen Mund zum Nuckeln hier. Da passt direkt die ganze Titte rein. Ja, ne? No, ha. Ja, gut. Piep, ja, muss muss rauspiepen, ne, Bro? Ja, ist klar. Also, er fängt an.
Nehme ich das Zeug oder nehme ich das nicht? Stärke 5 oder 6 Move hat er sowieso 7. Pass auf, er trinkt das erstmal nicht, ich will da noch mit denen. Ja, ich natürlich hier. Hatte nur einen Drink von. Was kostet dieser Drink? Den hatte der automatisch dabei, weil er ein Berserker ist. Ach so. Aber wenn weg, dann muss er den nachkaufen. 3 Coins kostet das. Ja, weißt du was, Arschling? Er trinkt sein Brew. Ja, ne? Der gilt auch das ganze Spiel lang. Ja, genau. Gilt dann, aber er ist auch das ganze Spiel frenzied. Also ja. Du kannst ihn da nicht rausholen oder so. Der geht einfach nur ab. Ne? Wie gesagt, ne? Praktisch dann greift er hier hinten seine Box rein und dann stürft er den puren Bacon-Extrakt und geht dann noch mehr in Ekstase. Ja, geil. So, aber ich möchte tatsächlich als erstes den Juri aktivieren. Das heißt, das Schwein vorne hat auf das Schwein auf Holzrollen. Genau, auf die 5 Plus. Der geilste. Kommt zweimal. Übrigens mein Fehler, nicht plus 1 auf Stärke, sondern plus 1 Move und plus 1 Melee. Also der wird zur totalen Nahkampf. Dann ist er noch besser, weil dann hat er nämlich Melee 7 und Move 7. Weißt? Oh, das ist geil. Das ist schon, ne? Berserker. So. Habe ich auch sowas? Also, das Schwein hat einen Move von 7, das heißt, es bewegt sich 1 Zoll. Ja, erst richtig. Und dann wird er jetzt hier. Genau. Jetzt kommen wir zu diesem Gebiet hier, weil es ein großer Raum ist. Und fast 3/4 von der Fläche einnimmt, nimmst du 3 W4er. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Hier ist richtig die Hölle los. Da kannst du ja auch nacheinander würfeln. Das erste Mal. Oh, es sind 3. Nochmal. 3. Es sind 6. 1. 7. Nee, war richtig. Ist schon gut. 7 Stück. So, jetzt musst du würfeln. Daddy kann dann positionieren. Direkt die aufgedeckten Viecher? Nee, ja doch, ne? Weil der Raum ist ja offen. Richtig, oder? Genau. Also, jetzt nimmst du ein W6. Ja. Genau. Und dann würfelst du das erste Mal. Als ein normaler Zombie. Nochmal. Also 7-mal musst du jetzt würfeln. Das ist eine Ratte. Eine Ratte. Ratten. Eine Ratte. Also. Ein Zombie. Wie viel waren das jetzt? Ja, sehen wir ja, das waren dann. Das waren der Ratte. Einmal noch, ne? Und ein Zombie. Das sind 6 und noch ein. Achso, 7. 3. Und noch ein Zombie. Okay. Das ist okay. Also eine Menge Zombies am Start. Ja. Und ein paar Rätschchen. So, dann werden wir die jetzt positionieren. Dafür melden wir uns gleich wieder, weil das müssen wir jetzt ausmessen. Wir haben die Monster, die erwürfelt wurden, platziert. Es waren nämlich 4 Zombies und 3 Giant Rats. Wir haben das so gemacht wie sonst auch. Wir erläutern das hier nochmal, weil ich finde, das ist ein sehr geiles System. Wir haben W20 genommen. Die Platte ist ja 24x24 Zoll. Die ersten und die letzten 2 Zoll ignorieren wir jeweils. Das heißt, immer automatisch 2 Zoll weg. Also wenn er eine 4 auf dem W20 würfelt, sind es 6 Zoll von dieser Kante nach oben. Wir können ja mal einen testen. Genau, machen nochmal einen so als Beispiel. Ja. Also, das ist dann einmal die 4. Das heißt, 6 Zoll wären hier. Und also auf dieser Höhe. Das ist dann einmal die 6. 6 ist eine 8. Hiermit nochmal eine 8. Oder hast du irgendwie. So, das wäre dann hier gewesen. Also genau. 6 Zoll hier, 6 Zoll da. Ja. Bei einer 20 wären 22. Wäre und halt, sagen wir mal eine 10 oder 12, dann ist er dann da. Ja, und wir haben es jetzt so gemacht, ist nicht vorgekommen, aber hätte er, also wenn einer genau auf der Wand aufkommt, dann steht er halt neben der Wand oder so. Wäre er jetzt bei einem verschlossenen Raum gewesen, dann hätten wir die 40K-Landungskapselnummer gemacht, also hier wäre er gespawnt, geht nicht, weil der Raum noch nicht offen ist, dann kürzeste Weg, wohin es geht und dann spawnt er halt da. So war das jetzt alles random und es ist halt so ausgekommen, dass vor dem Schwein direkt quasi eine Ratte gespawnt ist. Hier hinten am geschützten Zombie, hier ein Zombie und hier unten Zombie, Zombie, Ratte, Ratte. Also hier unten geht's ab. Jetzt kommen wir zu dem Speck hier, der mal über Speck haben. Ja, ja, ganz viel Speck. So, dann würfel mal für Speck. 3W4 hatten wir gesagt. 3W4. Es ist ein Vault, also potenziell liegen jetzt hier 12 Loots drin. Eine 3. Ja, nochmal. Nochmal. Eine 2 sind schon 5. Und nochmal eine 3. Geil. Okay. 8 Loot-Punkte wird es hier unten geben. Ja. Passend für 8 Runden. Als kleinen Tipp für dich, wir haben das ja beim letzten Spiel gesehen,
es dauert seine Zeit, durch so einen Wall zu kommen. Also du musst natürlich jetzt gucken, teile ich mich auf, teile ich mich besser nicht auf. Ne? Muss man schauen. Okay, Lootpunkte werden verteilt. Der Pfeife hat sich natürlich schon Gedanken gemacht, wo es was zu looten gibt. Zum Beispiel hier in diesen Munitionskisten. Hier in dem alten war es ein Schlafsaal, wahrscheinlich schon. In diesem Munitionskistenstapel. Hier vorne sind noch mal Kisten, wo auf jeden Fall Loot drin ist. Da hat schon mal einer was versucht, hat aber irgendwie nicht aufgekriegt. Dann gibt es noch, ist das so gedacht mit zweimal? Ne, der eine ist nur hintergefallen. Okay, hier an diesen Munitionskisten, also relativ weit in der vorne, gibt es noch Loot. Und hier hinten, da sieht man ja auch, da liegen Knarren und so ein Zeugs. Mal gucken, ob er da auch eine rausziehen kann. Ich nehme hier einen weg, weil es sonst so viel wäre. Ja, sonst ist der, wobei der Raum ist sehr weit hinten. Das heißt, wenn er es bis dahin schafft. Aber ich habe so Bock auf diese Spindreihe. Ja. Also Marvin kann auch noch mal hier in den Spinden. In den sanitären Einrichtungen. Ich nehme den dafür weg. Weil der so nah ist, genau. So, das heißt, der Raum hier hinten ist doch sehr wertvoll, aber er ist halt auch ziemlich weit hinten. Da muss er sich beeilen. Ja, und man hat für Zuräume ja noch nicht die Gegner. Richtig. Anzahl. Das gibt hier nochmal ein W4. Ja. Aber hier im Sanitärbereich, Alter, guck mal, die Klos sind relativ gepflegt, ne? Und hier, Junge, ja, das ist da ging es aber immer mal richtig ab. Ja. Okay, wir starten jetzt hier quasi das Spiel. Es geht über 8 Runden, wir befinden uns in Runde 1. Und wir lassen den Marvin, würde ich sagen, erstmal ganz in Ruhe zocken. Und kommen dann gleich mit einer Zusammenfassung oder wenn irgendwas total Ungewöhnliches in der Runde passiert, zurück. Hui, hui, hui. Und es ist direkt schon wieder was Außergewöhnliches passiert, weil der Marv hat hier mit seinem Juri Vollgas gegeben, auf sein Holzrollengestell, an der Rette vorbei, hat Bock auf den Speck, weil Juri interessiert's nicht, der sagt sich, hier meine Bros machen die kaputt, ich such den Speck, hat sich hier mit der zweiten Aktion in diesen Haufen reingewühlt und diese Bretterbox kaputt gekloppt. Und wird jetzt mal würfeln auf unsere Loot-Tabelle mit 2W6en, was da so drin ist. Ich hoffe, guter Stuff und keine Monster. So. Oh, das ist eine 33. Schauen wir, die 33 ist equipped. Das heißt, einen D10 bitte würfeln auf die Equipment. 10, also den normalen W10, genau. Und wir haben eine 8 und du... Oh, Berserker Brew. Geil. Ja, passt doch. Ne? Hast direkt wieder einen, kannst du dir da drauf schreiben? Ja, oder hast du jetzt? Der ist jetzt nicht durchgestrichen. Genau, habe ich den noch. Der ist ja bei den... Charakter hast du einen Mana-Trank, einen Zaubertrank gefunden? Bacon. Ne? Bacon-Saft. Speck gerochen und da hat er erstmal direkt ein kleines Festchen mit Speck gefunden. Ne? Ja, mega. So, dann nehmen wir den weg. Den Lootpunkt hast du schon mal für dich. Damit ist das Schwein aktiviert. Nimm bitte einen Kronkorken und aktiviere dein Schwein. Oh, und da haue ich fast alles weg. Und das Schwein fällt, weil es so betört ist vom Bacon-Geruch, in das Regal rein. Ah, okay. Okay, gut. Dann machen wir nochmal weiter und melden uns wieder bei besonderen Vorfällen oder wenn die Runde vorbei ist. Jo, Runde 1 ist zu Ende. Der Marv hat hier cool gezockt. Und es sind auch ein paar gute Dinge passiert. Ich habe die Namen jetzt nicht so drauf, deswegen sage ich jetzt er und er. Also, Nahkämpfe waren... Alexei. Alexei ist er hier, ne? Genau, richtig. Alexei, der hat auch dieses Brutzeug gesoffen. Richtig. Der ist halt voll in Rage und hat es aber nicht geschafft, die Giant Red wegzupletten. Der ist halt gut ausgerichtet. Der ist halt flink, das Vieh. Ne? Und er so... Ne? Und hört drauf, genau. Ne? Der Kollege hier ist halt einfach nach vorne, weil nur einmal aktiviert. Genauso wie hier der Wurm, der angenähte Schweinewurm. Hier der Lehrling, genau, der hatte auch nur eine Aktion, ist hier an die Tür rangegangen, will sehr wahrscheinlich gleich da durch. Was haben wir dann gemacht? Dann haben wir hier noch den Kollegen. Der Serge, der hat es mal wieder gebracht. Der hat sich gedacht, da öffne ich mal die Tür, ne? Gucke ich mal, weil das hat da ja natürlich auch noch so stark nach Bacon gerochen. Ne? Er macht die Tür auf und
War nicht so gut. Nee, dann musste er nämlich einen W4 würfeln und es wurde eine 4 und zweimal ein Radzombie, ein Gnaschwurm und eine Giant Red. Da ist sie natürlich direkt der Stift gegangen und dann kam sie mit dem Namen Jekaterina und wie man hier sehen kann, sie voll auf Hekto auf das Panel geklickt hier, bis diese scheiß Tür zu ist. Also mit zwei Aktionen, einmal hinran mit der zweiten Aktion auf den Mittelwert. Und dann hat sie dann den Zerge wahrscheinlich nur eine. Genau, hat sie nur eine geklatscht. Ne? Auf jeden Fall ist diese Tür zu, die Viecher alle zu doof, um diese Tür zu öffnen. Er kommt jetzt nicht mehr an den Speck dran, aber auch vielleicht besser, weil viermal hier in diesem Engro-Raum, das ist schon hardcore. So, das heißt, erste Runde erfolgreich absolviert. Wir gehen jetzt in die zweite Runde. Und damit fängt der Marv jetzt mal an. Ja, ne? Und ich werde tatsächlich auch als allererstes, obwohl, warte mal, halt, nee, ich buff meinen Berserker noch. Ich aktiviere mein Vladislav. Kommt. So, eine Menge passiert. Ja, es hat sich viel bewegt. Das Schwein auf Rollen ist hier lang auf der Suche nach dem Bacon mit Hackengas und brennenden Reifen, weil es zu dem nächsten Speckpoint, denke ich mal, kam man bis hierhin mit zwei Aktivierungen. Dann hat aktiviert dieser Wurm, ich glaube aber nur mit einer Aktivierung. Ja, ich glaube zwei, aber er ist dann halt von hier hinten ja dann dahin. Genau, oder er ist hier. Und dann kam einer irgendwie mit einer Aktivierung. Ich weiß nicht, ob es er war oder er war. Auf jeden Fall ging es dann rüber in die andere NPC-Richtung, um es mal hier an die interessanten Sachen hier ranzubringen. Ist aber auch nicht wirklich was passiert. Die Ratte ist dran, der Zombie ist dran mit dem Quick Charge, hat aber auch nichts erreicht. Genauso hier auch an diesem Wurm. Der Zombie hat sich hier in dieses tote, angenähte Ohr verbissen, aber hat dann auch nichts gerissen. Der Zombie hat versucht, ihn halt anzugreifen, auch nichts passiert. Dann hat sich hier der Lehrling noch einmal bewegt, die Mutter nach hier und nochmal der Typ nach da. Und so sieht es im Moment aus. Also eigentlich ist nichts gestorben oder irgendwie, es hat sich nur alles ein bisschen bewegt. Wir kommen jetzt in die Runde 3 und machen da mal weiter. So, also meine Runde 3. Ich aktiviere als erstes den Alexei, der Berserker, ein Geschütz dort. Der bestimmt den Zombie wegmachen. So, richtig, das ist der Plan. Komm auch, zwei Aktionen. Und wieder kommt, der ist sowas von so, der ist in Rage, Junge. Ja, der ist halt noch immer total auf Bacon. Ne? Das ist halt eine, hat eine Brise. Also, zweite Aktion, du hast eine 3 gewürfelt. Richtig, Mini plus 4, das heißt eine 7. Das heißt, ich muss Minimum eine 7 schaffen. Schaffe ich nicht. Okay, du kommst durch. So, und jetzt mein Strange-Wert. Strange ist 6. Ja. Ist eine 4. Du hast Strange 7, weil du den Trunk getrunken hast. Nein, den Trank getrunken. Den Trank gibt dir nur Melee und Move. Plus 1. Oh, hast du recht. Gut, mein Versehen, also 6. Plus meine Defense 6, glaube ich, oder war es 7? Ne, 7. Plus 1 auf mich. Das heißt, du hast mich nicht getroffen. Gut. Gut, dann bin ich auch trotzdem weiter dran. Siehst du, boah, die Gase, die machen mich hier ganz kirre, ey. So. Ich aktiviere als nächstes den. Warte, soll ich das Schwein dann abhauen? Ja. Kämpft. Ich aktiviere als nächstes mein Vladislav. Habe ich zwei Aktionen. Das heißt, der Move von 5. Das heißt, Move von 5. Das wäre hier. Und dann möchte er den Zombie hier schlatschen. Okay, latsch auf die gleiche. Stell doch mal hier hin. Ne? Was nimm die weg? Ja, lass doch den Star und so. Ja. Passt gut. Zauberton. So. Sand. Nein, verrat das doch nicht. Das ist die Zaubertruhe. Sternenstaub. Ja, genau. So.
guck mal, was ich mache. Erstmal auf Midi warten, ne? Genau, erstmal auf Midi. Du kriegst plus 1 auf Midi, weil du im Nahkampf bist mit einem Verbündeten. Der Midi 7. Ja. Ist eine Crit. Ja. Habe ich geblockt. Hast geblockt. Ja, gut. Dann ist der auch durch. Der hatte nur eine Aktion. Der eine, ne? Erste war bewegen. Okay, also hat zwei Aktionen, dann kannst du ja weitermachen. Genau. Dann tue ich da mal den. Na gut, schieb's ihn jetzt drüber. So, ja gut, dann aktiviere ich als nächstes Das Wurmschwein. So, das heißt. Auf die 5 plus. Eine Aktion. Gut, einmal zuschlagen. Mili von 5. Plus 1 auch, weil. Ne, genau, richtig. Ist ein Crit. Hast du? So, und jetzt Stärke 5. 2 Crit mich. Hast du geschlagen. So. Kannst du dir aufschreiben, wenn du willst. Ja, klar. Rumi. Rumi macht einen Kill. Ein Kill. So, gut. Du bist aber dran, weil ich hab verkackt. Ich bin dran. Genau. Okay. Hier mache ich aus und dann melden wir uns gleich mit den Ergebnissen. So, Ende Runde 3. Es ist einiges passiert. Der Marvin und seine Chikatilos haben hier ganz schön rumgeschnetzelt und hier Matt verarbeitet. Also Zombie weg, Ratte weg. Ein Zombie steht noch. Da ist doch bestimmt noch was gestorben, oder? Ist tatsächlich in der Runde die Ratte gestorben und Zombie auch, ja. Ach, hier sind noch zwei Zombies, ja. Genau. Haben sich alle so ein bisschen bewegt. Gelootet hat der liebe gute Mann nichts. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist, dieses Schwein hier eventuell zu vergiften. Also vergiftet ist es ja, aber. Ob es das aushält. So. Ja, und diesen Vergiftungstest auf diesem Schwein, das muss man natürlich am Ende der ganzen Runde dann abhandeln. Deswegen immer aufgepasst, dass man das nicht vergisst. Handeln wir jetzt ab. Das heißt, der Marvin muss jetzt erstmal auf seinen Metal-Wert, auf seine Konstitution wissen, ob ihm das kratzt. Oh, das kratzt ihn. Ja. Es scheint wohl eine tiefe Runde zu sein. Das heißt, jetzt würfel ich einen W6. Das ist ein Stärke 1-Treffer. Und da muss ich jetzt meine normale Defense ohne jede Rüstung. Okay, das Schwein hat jetzt keine Rüstung. Also andere wäre das dann halt so, das, ohne Rüstung. Ja, aber da du eh plus 5 brauchst du gar nicht würfeln, weil tiefer als 1 geht ja nicht. Das, ne? So, also das Schwein hat zwar jetzt ein bisschen Durchfall. Ne? Furzt dir sehr wahrscheinlich den Keller voll. In jedem Moment geht schon. Wieso? Mit Stärke 1 würfelst du gegen seine Defense 6. Das heißt, ihr würfelt beide. Wenn du eine 7 oder 8 würfelst, kannst du den durchaus noch kriegen. Und wenn nur eine 1 oder so. Ich habe eine 4 jetzt gerade gewürfelt. Achso, dann hättest du schon einen Crit gebraucht. Ja, mach doch, vielleicht hast du ja einen Crit. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, die Regel, weil war auch das erste Mal 9. Das reicht genau nicht, weil 4 plus 5 9 ist. Gleich. Und dann geht das für den Defender. Ja. Mann, der Marvin, der rockt da viel zu schnell durch, das geht gar nicht. Ja, wir müssen uns für den was Spezielles einfallen lassen, ne? Dann noch in dem Vault. Also, wir kommen jetzt zur Runde 4. Ja. Aber sehr wahrscheinlich geht da vielleicht noch was auf der Loot-Tabelle. Man weiß es ja nicht. Oh ja, das könnte einiges ändern. Wir hatten ja hier also schon mal einen Weg, wo jemand völlig verkackt hat. Ja, der Dennis würfelt dann, war in einem kleinen Schwind, waren dann auf einmal irgendwie 4 Kreaturen drin oder so. Natürlich, ne? Gut, da ist tot, das heißt, die sind da komplett frei. Gut, ich aktiviere als allererstes den... Oh, der hält das eigentlich sonst aus, ne? Das ist jetzt die Frage. Ja. Ich aktiviere als erstes ihn, mein Leader. Okay. Den Vladislav. Gut. Kommt? Kommt. So. Und wir kommen gleich wieder, wenn das Level hier vorbei ist. Oder Sonderaktion. Die Runde läuft gerade noch, aber Folgendes ist passiert, deswegen steigen wir hier einmal ein. Das Schweinchen da hinten, Juri, hat sich aus dem Nahkampf gelöst, ist
auf seinen Rollen in den Schrank reingerast, hat dabei direkt die Stahlumhüllung des Spindes durchbrochen. Und deshalb kann der Marvin jetzt hier einmal auf der Loot-Tabelle gucken, was denn rauskommt. W66, das da ist der erste, das ist eine 3. Eine 4, 34 ist ein Equipment. Und jetzt? Equipment Table ist ein W10. Ja. Ist eine 8. Nein, eine 8. Ist nochmal Berserker Brew. Ah, okay, geil. Also hast du schon mal für die nächsten zwei Games den Scheiß safe. Oder du kannst das ja auch noch jemand anderem geben, dann hast du alle Berserker. Berserker Brew hat einmal der und einmal schreibe ich mir eins mal auf. Ja. Der rusht hier sowieso durch wie ein Irrer. Unglaublich. Ja, hat schon ganz viel kaputt gehauen. Das ist ja die Verfolger, die Lehre des Bacons. Und das ist einfach, die sind halt mit göttlichen Beistand dann unterwegs. Das ist, ne? Und, das läuft dann einfach. Dann läuft das einfach. Aber den hier vorne hast du immer noch nicht weggekloppt. Nee, habe ich noch nicht. Okay. Okay. Ja. Gut, wir sind wieder raus. Der Marvin spielt weiter, denn Runde 4 läuft immer noch. Runde 4 vorbei und die Leichen stapeln sich. Auch wenn dieser Nahkampf noch besteht, Igor ist hier rumgelaufen, hat direkt den Zombie kaputtgeschlagen. Und das kleine Wurmschwein, Schweinewurm, ist mit 2 Aktionen bis dahin bewegt, kann also nachher looten. Ma hat leider nicht erfolgreich aktiviert, ist nur einmal, hat sich hier ein bisschen rüber bewegt zur Unterstützung. Hier war gelootet, ne? Also der kommt weg, da war ja eine Berserker-Brew drin. Das heißt, es gibt noch hier Loot, da Loot und in diesem Raum den fetten Dreier-Loot. Aber er ist ja noch nicht geöffnet. Wir starten Runde 5 und sind dann gleich wieder da mit einer Zusammenfassung oder mit spannenden Ereignissen. So, gut. Mitten in Runde 5 und es wird gelootet. Beim ersten Mal nicht geschafft, beim zweiten Mal schon. Er hat sich da durchgebuddelt und erfolgreich gelootet. Was gibt es denn? Scheiße. 11. 3 gefährliche Kreaturen. Okay. Das ist heftig, denn die gefährlichen Kreaturen, das ist die zweite Tabelle. Das heißt, da wird es ein bisschen gefährlich halt. Ne? Gucken wir mal. Hier. Wirf mal ein W10. Ja, gerne. Ein W10. Das ist die 2. Das sind Schlangen. Wir suchen dann mal ein paar Schlangen, Razor Rattler. 3 Stück und Schlangen waren in den Kisten und platzieren die mal. Wir zocken dann aber einfach weiter und sehen uns dann gleich. Ja, geil. Runde 5 vorbei und nach diesem sehr fehlgeschlagenen Loot stehen hier 3 Razor Rattlers. Die werden heute aber mal dargestellt von 2 Killerratten und einem glitschigen, schleimigen Wurm, denn die sind noch in Arbeit. Ja, und Ma ist da reingeschargt, hat aber den Razor Rattler, also wir spielen durchaus mit Razor Rattler, nur wie gesagt, ist in Arbeit. Hat ihn nicht getroffen. Der Zombie hier hinten hat nicht geschafft, sich zu wehren. Also es ist immer noch ein Nicht-Kloppen-Kampf. Ja. Hier aber, der Held, Igor, hat auch noch den dritten Zombie einfach weggeklatscht. Nachdem das den beiden fetten Typen hier nicht gelungen ist, ist er einfach dahin, hat mit seinem Knochen ausgeholt. Und ihr erinnert euch ans letzte Mal, er war ja schon auch auf Monsterjagd zwischen den Spielen, hat irgendein Riesenviech gekillt, dafür mega viel Coins bekommen. Also der ist echt geil. Ja, das Schwein war nicht erfolgreich aktiviert, ist aber schon mal bis zu der Tür hier gelaufen, um dann vielleicht gleich mal zu gucken, was da so abgeht. Das ist einfach ein Master Bacon Schwein, das ist so abgerichtet, riecht den Speck und das muss dahin. Das kann nicht anders. Allerdings, 5 wird gleich geändert in die 6. Wir befinden uns dann in Runde 6 und schauen mal, was da noch so geht. Marvin mordet sich durch den Vault und hat hier die 3 Kreaturen, die gespawnt sind. 2 hat er weggeprügelt, aber ihr seht, es sind auch alle Leute da hingegangen. Ein Razor Rattler, auch wenn es eher wie eine Ratte aussieht, aber es ist ein Razor Rattler, hat dann hier den Igor geschadet, hat ihn aber nicht verwunden können. Das Schwein hat mal hier in den Raum geschaut und festgestellt, dass da 3 Kreaturen waren. Die wurden wieder zufällig erwürfelt und zufällig platziert. Eine Giant Rat,
ein Rad-Zombie und ein Gnash-Worm. Er konnte dann direkt mit seiner Bewegung einen Charge beenden und konnte dann nochmal draufhauen, hat es aber nicht geschafft, die Ratte zu killen, die Ratte aber andersrum auch nicht ihn zu killen. Guck mal, die küssen sich gerade. Ja klar, Junge. Geil, Junge. Ich finde das super. Ja, aber guck mal da, da geht gar nichts, denn der Zombie erhält und erhält. Ja, der ist echt, der schlägt den vielleicht mal einen Finger oder so ab, aber das juckt den aber ja es nicht, macht ne? dem nichts, ja. Weiter, ne? Dafür geht auch nichts andersrum, also ja. Die stehen da und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Der Lootmarker kommt gleich noch weg, denn die Stelle ist gelootet. Wir gehen in Runde 7. Und ja, mal gucken, was hier noch so geht. Runde 7 und los. Gut. So, Marv hat jetzt auch hier diese Razor Rattler weggehauen, aber er wurde vorher einmal getroffen, nicht verwundet, aber getroffen, deswegen vergiftet. Müssen wir mal gucken, ob da was passiert gleich, das machen wir live. Aber zuvor, ihr seht, hier steht der größte Teil der Warband. Die Ma ist hier ein bisschen rübergewackelt, hatte nur eine Aktivierung. Denn hier sieht so aus, dass sich das Schwein in die Ecke zurückgezogen hat. Es wird gerne looten, wurde aber von dem Zombie geschart. Der Wurm hatte nur eine Aktivierung, ist hinterhergelaufen, konnte nicht ran. Achso, das Schwein hat natürlich, bevor es sich zurückgezogen hat, erstmal die Ratte kaputt gemacht. Ja, klar. Das einzige, der ewig währende Kampf, die stehen und glaub, beide haben gehauen, aber drei, irgendwie ja. Geht nichts. Ja. Aber Vergiftung bei, wer ist vergiftet worden? Igor. Oh Gott. Igor ist vergiftet worden. Survival-Test gegen die 10, also eine 5 plus wahrscheinlich mit deinem Metal-Wert. Igor ist ja unmodifiziert, ne genau. Metal 5, ja, auf die 5. Okay, er wurde nicht vergiftet. Der Igor kann alles. Ab, ne? Ja. Der kann dann einfach, der alles kann. So, das heißt, letzte Runde für den Marv. Runde 8, mal gucken, ob er noch irgendeinen Loot kriegt oder irgendwas noch hier schafft. Und ja, wir gucken gleich mal aus, wie es am Ende. Nein, wir gucken gleich mal, wie es am Ende des Spiels aussieht. Erster Zug war da hinten der Schweinewurm. Er ist erfolgreich hinten bis zum Loot und konnte einmal wühlen, hat er auch erfolgreich gewühlt. Deshalb schauen wir jetzt mal, was er denn looten kann. Eine 5 und eine 6. Das ist die 56, das ist eine Rüstung, Armor. Die Armor-Tabelle ist ein W8. W8. Wo ist der W8? Das ist ein W8. Das da? Ja. Oh, ja, okay, er macht da hinten. Die es 2. war eine 2. Die 2 ist eine Combat-Armor. Das ist ziemlich gut. Das ist die zweitbeste Rüstung von den normalen. Oder ist es die sogar besser als Riot? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es eine der guten Rüstungen. Das heißt, der Schweinewurm, oh, er macht sich, glaube ich, immer beliebter. Coins gelootet, ja, Coins, jetzt hier dann gelootet. Der hat da langsam, aber der hat da Bühnen auch drauf. Der kennt den Bacon-Geruch jetzt schon. Ja. Ne? Das ist also... Mega. Okay, da erfolgreich aktiviert, das heißt, der Marv ist weiter dran. Und hier der Marker, der liegt da gar nicht. Den machen wir noch weg, genau. Keine Monster. Loot-Marker kommt gleich weg, aber wir zocken erstmal weiter. So, ich aktiviere... Weiterhin läuft alles bei Marv. Sein Leader ist hier durch die Tür gerannt und hat den Zombie geschatscht und ihn umgehauen. Dadurch konnte das Schwein frei looten. Also das Schwein war frei zu looten, hat dann die entsprechenden Tests natürlich geschafft. Ja, und endlich hat er auch noch den Zombie umgeklatscht. Unglaublich. Aber wir sind deshalb wieder hier, weil wir euch den Loot live zeigen wollen. Dann loote doch mal. Schauen wir mal. Okay, 5-1, 51, ein Ranged Weapon. Die Ranged Weapon-Tabelle sind 2 W8 und zusammenzählen. Und schmeißt zweimal den W8, weil der andere ist. Ja, das hier ist der, ne? Ja. Dann mach ich auch mal hier. Ja. So, das heißt, wir haben die 7. 7 plus 6. 6. 13 ist eine Fragmentgranate. Ja, nice. Ja, das ist doch nicht schlecht. Sogar. Fragment. Ja, und jetzt gibt es im Prinzip nicht mehr wirklich was zu tun. Das Einzige, was noch wäre, du könntest den... Mann. Ja, und er hat ja noch eine zweite Aktion. Du könntest auch den Wurm chargen, denn wenn der noch aktiviert, der könnte durchaus noch was machen. Richtig. Diese Runde. Ja, oder ich könnte... Okay, er kann ja nicht mehr buddeln. Sowieso. Nee, genau, er müsste hinlaufen, kann ja, aber nicht buddeln. Das heißt, also, ich charge mit dem Schwein im Wurm. Ne? Ja, mit der zweiten Aktion. Das machen wir jetzt noch direkt live. Ja, dann schauen wir mal. Das Schwein hat Mini.
7. Gegen... Ich habe eine 5 gewürfelt. Wo ist der Gnash Swarm? Aber der hat wahrscheinlich 4 oder so. Wo ist der? Hier ist er. Mili 5. Du hast eine? Ich habe eine 5 gewürfelt. Ich habe Mili 7 und habe eine 5 gewürfelt. Ich habe eine 4. Du hast eh mehr Mili, also triffst du mich. Stärke habe ich 6. Gegen Defense 6. Ich habe eine 4. Ich eine 3. Passiert nichts. Doch, passiert wohl was, weil du ja mehr hast. Ja, genau. Mehr. Oh, Junge. Er ist tot. So, das heißt, du hast jedes einzelne Viech in diesem Vault gekillt. Du hast... Die Frage, wenn ich mir noch mit dem Marm rankommen würde. Also in das hier. Also wenn ich, ist jetzt davon abhängig, ob die zweimal aktivieren schafft. Ne? Die hat ja 5. Ne? Das heißt, dann wäre sie da und dann... Genau, machen wir so eine Aktion wie beim letzten Battle auch. Das heißt, mit dem Charge statt Ding aufbrechen. Also wenn du 2 Aktionen kriegst, das wäre die erste Voraussetzung... Was ich nicht krieg, also ist das hinfällig. Gut, dann ist nämlich an dieser Stelle das Spiel tatsächlich endlich mal vorbei. Und ich glaube, das Einzige, was an negativ für dich passiert ist, zweimal wurde irgendjemand vergiftet, aber dann ist doch nichts passiert. Richtig, ne? Das war das Einzige. Mhm. Sonst, allein dass das Schwein, da hatte 3 Zombies und zwei Zombies und eine Ratte. Ja. Also wie viele Kills hast du da? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Alter, 14. 14 Kills. Kills. Mega. Okay, das heißt, die Chikatilos haben hier alles, na, nicht alles leergeräumt, aber alles verprügelt, was ging. Außer diesem Raum hier. Ja, das Vault wurde ziemlich erfolgreich gelootet. Du kriegst also das Feld. Wie das aber genau aussieht und wie auch die Warband jetzt nach dem Kampf aussieht und wer ins Wasteland geht, das machen wir gleich. Ja, Nachspielbesprechung, diesmal keine Verletzungen oder so, dementsprechend steht da die Warband einfach so, wie sie ist. Der Marvin muss jetzt eigentlich nur noch entscheiden, kurz davor, Experience Points und wer was an Kohle kostet und kriegt und so, das machen wir gleich noch in Ruhe. Aber der Marvin muss jetzt noch entscheiden, wer hier ins Wasteland geht. Mhm. Das ist eigentlich auch relativ einfach, der Leader darf ja nicht und die dürfen nicht. Richtig? Ja, genau. Das heißt, der Rest, die 4, die gehen auch ins Wasteland. Ja, ist auch die maximale Zahl, die gehen darf. Also von daher alles geil. Ja, dann nimm mal 4 Karten, leg die vor deine Typen. Dann schauen wir mal. Das, was da ist, zählt. 1. Oh, geil. 2. Nicht so geil. 3. Ganz gut. Und Ass. Oh, geil. Okay, eine besondere Karte. Erstmal an Coins. Alles mal 3. Das heißt, 27 plus 9. Hast du 36 Coins plus 21 Coins, bist du bei 57. Ist ja schon mal nicht schlecht. Mhm. Und auf der Map hältst du 2 Felder im Moment. Du hast jetzt ein drittes geholt, aber richtig. 2 Felder hast du. Das heißt, da kriegst du auch nochmal jeweils 5, also ein 10er noch dazu. Aber 67. Ja. Dein Wurm hat ja auch, glaube ich, 9 gelootet, aber das steht ja auf dem Sheet. Das gucken wir gleich alles. Genau. Das hier wird jetzt interessant. Die Ma, was hat sie denn gefunden? Harz. Face of Hearts. Alter, das ist unglaublich, was du irgendwie alles kriegst. Also, das ist nämlich der Wrecked Robot. Das Modell findet durch irgendeinen tollen Zufall einen deaktivierten Dependobot. Das Modell muss einen Intelligenztest schaffen gegen die 10. Wenn es den schafft, dann ist der Roboter reaktiviert und total dankbar für diese Rettung. Deswegen schließt er sich umsonst der Warband an. Der Roboter hat keine Waffen dabei und er zählt einfach als ein Dependobot Freelancer, also als ein Söldner. Ja. So, ne? Er folgt allen Regeln davon. Wenn du diesen Test failst, dann passiert irgendwas mit dem Power-System des Roboters und du kriegst wahrscheinlich einen Stromschlag oder so. Auf jeden Fall eine Stärke 8 Ranged Hit, also einen relativ starken Treffer. Ja. Du kannst das auch einfach ignorieren. Lootest einfach nur alles von dem Roboter ab, was du da abreißen kannst, was du dann hinterher für W10 plus 10 Coins verkaufen kannst. Okay. Also musst du überlegen. Intelligenztest, das heißt, ich muss auf was würfeln? Metal. Metal? Mit der, die will den
Nee, nicht looten, die will schon auf die Tasse würfeln. Also okay. Will schon gucken. Versucht den zu aktivieren. Genau, richtig. Warum genau? Ja, das, warum versucht den zu aktivieren? Ja, weil Roboter, Bacon. Ja, das ist aber, ne, die ist ja natürlich erstmal sowieso dahin gekommen, wir haben den gefunden. Der hat natürlich total nach Speck gerochen. Das ist ja klar, der lag halt einfach so Speck, so eben so ganz viel Bacon lag auf den drauf und so, ne? Warum? Und dann denkt ihr. Bitte? Warum lag so viel Bacon auf dem? Das ist klar, weil das ist vor etlicher Zeit ist da mal ein LKW vorbeigefahren, der halt Bacon geliefert hatte und der Roboter hat halt aufgepasst, dass keiner den Bacon klaut. Ja, das war also ein Wachroboter für so ein Metzgerei. Richtig. Ja? Und da denkt die sich, wenn das schon ein Wachrobber für Bacon ist, dann weiß der bestimmt auch, wo der beste Bacon zu finden ist. Okay, jetzt musst du nur den Test schaffen. Das denkt die sich natürlich alles mit ihren heraushängenden Titeln. Okay, kein Problem. Ne? Außer mit Kick und herausragenden Intelligenz. Ja. So, also auf Mette, richtig? 5 plus wahrscheinlich. 6, ne? 6 habe ich gerade. Oh, geil, dann ist sogar eine 4 plus. Schauen wir mal, was wird. Natürlich schafft der Marv das. Das heißt, er kriegt jetzt einen Roboter. Ja, lieber Marv, da musst du dir mal überlegen, wo du ein Robotermodell herkriegst, was am besten mit Bacon überhangen ist und dann auch geil in deinen Warband passt. Da bin ich aber sehr gespannt. Kriegen wir schon hin. Okay, ja, mega. Also, das war das. Es gibt dafür keine Coins, aber halt einen fetten Roboter. Gut, dann würde ich sagen, wie vorhin schon mal angekündigt, die Erfahrungswerte, Advancements und so ein Zeug, denn da werden sicherlich ein paar Leute aufleveln bei den ganzen Erfahrungspunkten. Das machen wir ohne Kamera. Wir zeigen euch jetzt gleich noch einmal zum Abschied die Map und wie die sich verändert hat. Und ja, dann sind wir gleich auch raus. Das ist die Map und ja, ihr habt die ja vor dem Spiel schon gesehen. Hier ist der Bereich, in dem die Chikatilos unterwegs sind. Und erobert wurde das Vault, ne? Richtig, hier einmal. Also kannst du jetzt mit Stolz ein Fähnchen hier... Oder wie die machen. Jawohl. Also, da steht gerade seine Warband. 3 Felder sind eingenommen. Ebenso, wie der Dennis 3 Felder hat. Also 2 Spieler haben jetzt schon 3 Felder eingenommen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen.